Gösser, heute werden Männer mit Augen gecancelt. Warte, was? Okay, gut, dass ich kein Mann bin und keine Augen habe. Doch, warte, ich hab Augen. Nein. Lass uns ins Video rein, ins Go-Halutin! Hier sprechen wir über ein Thema, das wieder einmal perfekt zeigt, dass wir in gewissen Situationen, wo wir es benötigen, höchstwahrscheinlich wegen folgenden Aktionen nicht mehr ernst genommen werden. Denn auf TikTok kursieren momentan immer mehr Videos, in denen sich Frauen über vermeintliche Blicke von Männern aufregen und diese als pervers darstellen. In aller Öffentlichkeit, ohne ihr Gesicht zu zensieren. Die TikTokerin Jessica Fernandez. Ich habe Angst. Kam genau für so einen Clip jetzt die Quittung. Denn sie zeigt in ihrem Clip einen Mann, der ab und zu in ihre Richtung blickt, den sie anschließend dafür beschimpft. Mal davon abgesehen, dass der Mann höchstwahrscheinlich nicht einmal weiß, dass er gefilmt wurde und somit auch wirklich einfach nur vorsichtig in ihre Richtung schaut, ohne sie dabei zu belästigen, weil er davon ausgeht, dass sie gar nichts davon weiß. Dieser Clip ist so... Aber er hat doch... Unfassbar unangenehm und das war nur ein kleiner Teil, aber zum Rest kommen wir gleich. Wichtig! Ich möchte auf jeden Fall nicht absprechen, dass auch ich im privaten Leben schon unangenehme Begegnungen hatte, in denen wirklich gestarrt worden ist, indem man sich... Ich fand das jetzt auch tatsächlich eher ein Umschauen im Gym, aber okay, mal gucken. Ich bin gespannt, wie der Rest des Clips ist. Ja, ich habe halt jetzt auch gedacht, der guckt in der Gegend rum, so mache ich das doch auch im Gym, also ich gucke halt auch die ganze Zeit in der Gegend rum. By the way! Heute hatte jemand einen Shirt an und da stand irgendwas drauf von I am a little B. Punkt. Also ein weiblicher Hund. Das Wort für weiblicher Hund bloß in Englisch. Was wir jetzt nicht nehmen werden, weil keine Ahnung, wie Twitch darauf reagiert, weil man darf ja eigentlich nicht fluchen und so. I don't know. Und das war ein Dude. Und ich war so. Ich liebe dein T-Shirt. Also ich habe mir so gedacht, ich wünschte, ich wäre so eine Person, die sich trauen würde. Und es reimt sich auf Twitch. Ja, es reimt sich auf Witch und es reimt sich auch auf Twitch. Und ich wünschte, ich wäre so eine Person, die sich trauen würde, hinzugehen und zu sagen, yo, ich liebe dein T-Shirt. Es ist so geil. Sie hat mich kurz angeschaut, sie beginnt eine Straftat. Oh, oh. Provokant hinter mich gestellt hat und wirklich auf Stitch, meinen Hintern gestarrt hat, so dass ich es auch merke. Catcall. Das hatte ich auch. Ganz ehrlich, das hatte ich auch schon in der Schule. Da waren wir in der 8. Klasse, da haben irgendwelche alten Dudes uns angestarrt, während wir einen Tiefstart beim Rennsprint gemacht haben. Die haben uns auf den Arsch gestarrt. Das waren irgendwelche alten, creepy Dudes und wir haben das unserer Lehrerin gesagt und die so, ja, müsst ihr jetzt damit leben. Und wir so, what the freaking hell? Hallöchen Maximus. Das war nicht cool. Das war in der 8. Klasse. Betrieben worden ist und sonstiges. Hallo Kini. Ich spreche hier über Dinge, die ich als Frau selbst überhaupt nicht schlimm finde und mir teilweise die Männer wirklich leid tun. Denn selbst ich bemerke im Fitnessstudio öfter, dass Männer wirklich ängstlich einen anschauen oder schon richtig konzentriert versuchen, einen nicht anzuschauen, damit wir uns als Frauen nicht belästigt fühlen. Und ich glaube, das ist eine falsche... Darauf habe ich im Fitnessstudio gar nicht geachtet. Richtung. Denn selbst ich muss mich teilweise als Frau sehr stark konzentrieren, anderen Frauen nicht auf ihren schönen, wohlgeformten... Fühle ich. Warum ist das Video schon wieder weg? Fühle ich aber. Fühle ich aber. Hallo, Karl. Das fühle ich aber. Weil manchmal gucke ich halt einfach geradeaus. Weil das Ding ist halt einfach, manchmal gucke ich einfach geradeaus. Und wenn ich geradeaus gucke, vor mir, also wenn ich auf meinem Crosstrainer bin, ist vor mir, also sind vor mir Laufbänder. Oder wenn ich in der zweiten Reihe bei den Laufbändern bin, sind vor mir Leute. Und dann starrst du halt da manchmal so hin, weil du halt geradeaus guckst. Das ist schwierig. Um den Hintern zu blicken, der extrem krass aussieht, weil sie toll trainiert haben und eine sehr enge Leggings anhaben. Und das muss dann für einen Mann noch viel, viel schwieriger sein. In dem Zusammenhang, dass er sich höchstwahrscheinlich anhören muss, wie in vielen TikTok-Clips, er sei ein Schwein. Das sind übrigens Zustände, die ich als Frau selbst nicht gutheiße. Bevor wir allerdings in diese mehr als unangebrachten und unangenehmen Clips reingehen, die gerade durchs Internet kursieren, wollte ich mich noch kurz... Okay, also das hier finde ich jetzt aber eher, dass der ein bisschen bewundernd geguckt hat, dass sie das kann. Wunderstadt, Leute im Gym an, I'm sorry. Am besten eine Schlafmaske durchs Gym laufen, maybe. Ach, unangenehm. Okay, also hier fand ich jetzt eigentlich eher, dass er geguckt hat, so, dass sie das kann.
hier habe ich gerade niemanden gesehen und der guckt sie einfach nur ganz normal an. Clips reingehen, die gerade durchs Internet kursieren, wollte ich mich noch kurz für die Leute vorstellen, die mich nicht kennen. Hätte ich jetzt gedacht, aber... Und ich beschäftige mich auf diesem Kanal mit vielen Themen, auch rund um die Schönheitsindustrie, da ich gerade, als ich jünger war, auch in den Fängen der Schönheitsindustrie gefangen war, aber auch viele andere Themen, die gerade um die Welt gehen, die euch interessieren und die es zu recherchieren gilt. Also falls ihr weitere Themen habt, die euch interessieren, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin unter anderem gerade an einem sehr großen Thema dran, bezüglich Narzissmus. Da haben mich sehr viele Leute drum gebeten. Schwieriges Thema, aber ich bin dran. Über einen Daumen nach oben und Abo würde ich mich deswegen sehr freuen und folgt mir auch gern für High-Quality-Content auf Jasmin Gnu auf Instagram. Kommen wir aber... Hi Lupus, was ist mit den Leuten, die eben wegen dem Selbstfilmen und posieren die Blicke der Leute auf sich aufziehen? Das ist auch noch eine Sache, die wir bis jetzt noch gar nicht besprochen haben, dass die Leute ja obviously einfach auch einen, ich gucke halt auch hin, wenn jemand ein Video von sich aufnimmt, weil ich kurz irritiert bin und dann gucke ich halt wieder weg, wenn ich gesehen habe, oh okay, die Person nimmt ein Video auf sich. Also I don't know, ich bin einer, der lieber angestrengt woanders hinschaut. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aus Erfahrung kann ich sagen, es gibt Momente, da kann man nicht weggucken, vor allen Dingen, wenn sie direkt vor einem sind. Aber, also mir ist noch nie aufgefallen, dass Männer im Gym irgendwie wegschauen. Extra. Also actually, ich habe darauf noch nie geachtet. Ich weiß nicht, ob ich das mal machen muss. Aber ich habe darauf noch nie geachtet. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also ich habe halt einfach auch noch nie so wirklich angeguckt, so andere Leute. Das Problem ist halt die Wahrnehmung der anderen und gerade heutzutage wird so viel falsch ausgelegt. Ich glaube halt auch einfach, dass das, dass es wirklich eine Sache ist, dass, wie gesagt, mir fallen halt Blicke gar nicht auf, weil ich habe halt meine Kopfhörer drin und mache mein Ding im Gym. Aber wenn ich halt darauf achten würde, vielleicht würde mir sowas halt auch auffallen. I don't know. Ja, mein Gym ist kritisch. Man bekommt immer Ärger, egal. Really? Als ob die Frau nicht auf die Männer gucken würde. Ich gucke da schon hin, ja, manchmal. Es gibt auch Leute, die, Alter, es gibt auch so Dudes, die haben echt krasse Muskeln. Wenn die an mir vorbeilaufen, dann gucke ich halt auch auf die Arme. I don't know. Soll ich nächstes Mal drauf aufpassen und euch dann berichten? Ich habe früher im Gym auch immer bewusst auf die Geräte gesehen. Also wie gesagt, ich beschäftige mich halt mit mir selber im Gym. Hauptsächlich. Aber ihr achtet alle drauf, wo ihr hinschaut im Gym. Okay, damit habe ich gerade absolut nicht gerechnet. Ich kenne es von Freunden, dass es sogar Damen gibt, die sich ganz provokant machen und viele Männer wissen schon gar nicht mehr, was sie machen sollen. Okay, davon habe ich, also das habe ich aber auch noch nicht mitbekommen, dass da Leute das provokant machen, muss ich sagen. Muskeln sind halt attraktiv. Ja. Zurück zum heutigen Thema. Heute ist es für Menschen, die auf Social Media arbeiten oder mit Social Media arbeiten, teilweise sehr schwer, um die Plattform TikTok herumzukommen. Hallo, ich selbst bin auch auf TikTok und muss sagen, ich finde die Plattform zeigt mir persönlich sehr gut. Tolle Dinge an, sehr kreative Menschen, Menschen, die toll Instrument spielen können, die tanzen können, Landschaften, Natur, alles, was das Herz begehrt. Da ich aber auf TikTok auch viel Fitness-Content konsumiere, werden mir immer öfter Clips angezeigt, in denen Männer öffentlich als Perverse dargestellt werden, die scheinbar Frauen anschauen oder sie vielleicht sogar nur kurz ansprechen. Sehr problematisch, denn TikTok kann innerhalb von Stunden Millionen Reichweiten generieren und wenn du beispielsweise gerade in einem Fitnessstudio warst, nach Hause kommst, trainiert bist, dein Handy öffnest und einen TikTok-Clip siehst, in dem du als Perverser dargestellt wirst, ist das, glaube ich, nicht so schön. Ja, geil ist das auf alle Fälle absolut nicht. Ich gehe nicht ins Gym, das ist ja auch absolut kein Thema, musst du ja auch nicht. Bei Frauen schaue ich auch recht schnell weg, weil es angekreidet wird. Ich habe das noch nie mitbekommen, dass die Leute da, dass die, what, real Lord? What the hell? Ich muss anstatt im Video einer Person sagen, das Staring Dude darzustellen, die Leute darauf ansprechen und das vor Ort klären. Finde ich halt auch, also wenn es... Also ich glaube, es wäre besser, sowas dann vor Ort zu klären, weil es gibt sicherlich auch Leute, die da unangenehm sein können, for real. Also mir sind auch manchmal Blicke unangenehm, aber dann würde ich,
dann wäre es vielleicht besser, einfach die Person drauf anzusprechen oder so. Vielleicht ist die sich ja auch gar nicht bewusst, dass es einem unangenehm ist oder so. Halt jetzt aber auch nicht auf gleich Konfrontationskurs ansprechen, sondern einfach so, hey, yo, I'm sorry, but you seem to be looking at me. I don't know, also ich wüsste nicht, wie ich es genau sagen soll, aber ich würde da halt dann schon irgendwie, keine Ahnung, dann was sagen oder so, wenn es mir so krass unangenehm ist. Okay, das habe ich gar nicht mit, also das habe ich noch nicht mitbekommen im Gym, dass da die Typen extra aufpassen. I don't know. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Aber besser nicht in Englisch, Luna. Ja, eher nicht. Wobei, im Gym, wo ich bin, sprechen viele tatsächlich Englisch. Witzigerweise. Imagine going to the gym one day and you thought you had a very good session. You come back home. Later in the evening, you are scrolling through the internet and you find yourself on TikTok being branded as a creep simply because one entitled lady recorded you and put you on TikTok. Doch das passiert ziemlich häufig. Ja, ich weiß auch nicht, warum es flackert, wenn ich halt raus tabbe. Aber. And you thought you had a very good session. You come back. Also ich habe jetzt gerade nicht mal gesehen, was das Problem war. Du wurdest schon öfters angemacht? What? Ist auf jeden Fall besser, weil rechne mal gegen, was passiert der Frau, dem Mann, wenn es ihn stört, gezielt gefilmt worden zu sein. Und da wird er geshitpostet. What do you mean? Exactly? Oder ansprechen, hey, wenn du auf mich starren möchtest, dann nimm mich mit. Das ist, glaube ich, nicht so die richtige Sache, das anzusprechen. Cool. Later in the evening, you are scrolling through the internet and you find yourself on TikTok. Also ich sehe das halt jetzt irgendwie gerade gar nicht. That's a creep, simply because one entitled lady recorded you and put you on also TikTok. Ich sehe halt die Blicke jetzt gerade gar nicht. Doch das passiert ziemlich häufig auf TikTok. Ich bin jetzt einmal gespannt auf deine Meinung zu folgendem Clip. Ob du es als offensiv ansiehst, was der nette Herr da im Hintergrund macht, oder ob du, wie ich, überhaupt nichts Falsches daran erkennen kannst. Okay. Ah, das war der, wo ich gesagt habe, ich hätte jetzt einfach gedacht, dass der Dude es krass findet, dass sie einen Handstand kann. Hä, ich habe auch so Typen in meinem Fitnessstudio, die Handstände können. Dann gucke ich die so an und bin so, what the fuck, wie kannst du einfach so einen Handstand? Und dann machen die dann noch so ihre, so wie Push-Up-Bewegung. Und ich bin so, what the fuck, wie gut bist du? Hätte ich gedacht. Ich glaube, wir sind uns hier alle einig, dass der Mann einfach nur geschaut hat, aus Interesse. Wenn jemand beispielsweise hätte im ich jetzt auch gedacht, wenn zumindest. Ich dort trainiere, einen Handstand macht, dann schaue ich da auch ganz schön blöd hin. Ich denn auch, finde es fast, weil ich das nämlich nicht kann. Faszinierend, wie viel Körperbeherrschung man haben ja. kann. Und gerade wenn Leute und dann laufen die auf ihren Händen. Das machen die teilweise bei uns im Fitnessstudio auch. Die laufen dann durch die Gänge. Durch die Gänge, auf ihren Händen, im Handstand. Und ich bin so, what the hell? Akrobatische Stunts. Okay, da schaue ich hin, weil er das Ding einfach falsch nutzt. Was sehr ungewöhnlich ist, schaue ich da auch hin. Ich schaue eigentlich der immer nur dumm. Joey Swole ist mir hierbei auch sehr oft vorgeschlagen worden. Er setzt sich für Menschen ein, die im Gyms heimlich gefilmt werden und anschließend viral gehen, weil sie dort als dumm oder Perverslinge dargestellt werden. Yes. Hier seht ihr auch übrigens seine Meinung zu dem Handstand, der ja scheinbar negativ bewertet worden ist von dem Mann im Hintergrund. I think he's just impressed. You shouldn't yeah, exactly. judge people based off the faces they make while they're working out. I know I make some crazy faces while I'm training and I really ich mache immer nur dumme Gesichter, wenn ich trainiere. Wenn es jetzt nicht gefilmt wurde, würde man es auch nicht mal wahrnehmen. Probably nicht. I hope people don't look at me and judge me. And if Hallo, you're going to do something like this at the gym, which you don't see very often, you have to be prepared for people. Was ist denn das? What Same. You're doing is impressive. People are going to look at you. It's very sad you took a situation like this where I guarantee nobody would have even noticed yeah, irgendwie that man sowas in the background. Except, I don't know. But you had to post it and zoom in on his face just to point attention to him, to bash him for likes and attention on social media. Aber das ist neu, Grumli. Aber Leute, auch in diesem Clip wird, wie soll ich sagen, gestarrt. Eine verrückte Prime-Socke. Dankeschön. Und nochmal ganz wichtig, wir sprechen hier definitiv nicht über Anstarren, Anfassen, Catcalling, jemanden zu nahe kommen. Ja, der Kinomodus ist ein bisschen falsch. Ich muss mir nochmal das Video angucken. Gute Nacht, Deluxe. Start.
Und nochmal ganz wichtig. Hä? Das fand ich jetzt tatsächlich auch nicht. Und nochmal ganz wichtig. Ja, okay. Wir sprechen hier definitiv nicht, so. Nicht über Anstarren, Anfassen, Catcalling, jemanden zu nahe kommen. Wir sprechen hier wirklich von Clips, wo versucht wird, jemanden vorsichtig zu helfen bei Das war doch der Shop Berlin in die Richtung. Ja, er hat halt direkt, als sie ihn angeguckt haben, weggeschaut. Lichten anzuheben, zu connecten. Also ja, es gibt legit Leute, die starren einem Fitnessstudio an, was unangenehm werden kann. Ja, das gibt es. Das wollen wir hier, glaube ich, auch niemand abstreiten. Aber das fand ich jetzt gerade ein bisschen komisch. Der Schaden aus Sicht des Datenschutzes ist auch Schaden an sozialer Reputation. Ja, das kommt noch mit dazu. Das kommt noch mit dazu, Lopez. Vorsichtiger Blick. Oder wenn man einfach nur versucht zu vorkommen. Der hat sich im Gespräch weggedreht. Zudem müssen wir ja auch einmal festhalten, dass die Menschen, die ja hier gefilmt werden, das erstens gar nicht wissen und deswegen natürlich auch denken, sie können mal unbeobachtet mal einen kleinen Blick erhaschen. Das tue ich auch. Wenn ich beispielsweise jemanden im Fitnessstudio sehe und ich denke, die Person sieht nicht, dass ich sie gerade anschaue, dann mag ich mal einen kurzen Blick. Aber ich glaube, es ist generell normal, dass gerade in Fitnessstudios man sich ja auch generell mehr abcheckt. Ich checke sehr gern die Frauen ab. Und ich gehe auch auf Frauen zu und frage sie, was sie für ein Programm machen, warum sie so tolle Arme haben oder wie sie es geschafft haben, Klimmzüge zu machen. Das ist ja eigentlich alles ganz normal. Und ich bitte. Naja, ich glaube, im Fitnessstudio ist auch sowas relativ, also wenn wir jetzt über das gleiche Geschlecht reden oder über jemanden, wo du den Körper gut findest, von wie er aussieht, dass du halt auch sehr viel dich selber vergleichst. Ich glaube, das kommt damit auch noch sehr viel dazu. Also wenn ich halt jemanden anstarre, dann bin ich so, Alter, so würde ich auch gerne aussehen. Und da reden wir jetzt auch nicht unbedingt von Starren, sondern von, oh mein Gott, die Person sieht gut aus. Und dann guckt man halt woanders hin. Aber das ist, glaube ich, auch so vielleicht. Ich weiß nicht, ob das damit reinspielt. Aber ja, ich mache das mittlerweile ja sogar so, dass ich immer außen herumblicke. Ich schaue barely Leute an, mit denen ich rede. What the God. Toni hier. Ich habe das noch gar nicht. Ich habe das noch nie mitbekommen, dass Typen extra wegschauen im Fitnessstudio. Ja, wir sprechen hier nicht von Anstarren und unverschämten Verhalten. Wir sprechen hier von vorsichtigen Blicken und vor allem von Blicken, wo man denkt, man wird nicht gesehen und kann ja mal kurz rüberlinsen. Ich glaube, wir verstehen uns. Oder? Ein weiterer Clip, der momentan sehr umstritten ist, ist eben dieser hier. Eine Dame, die sich ja, vor dem Spiegel ich ihren Pullover so auszieht. Ich mir auch. Der Mann im Hintergrund, der sie währenddessen anschaut und sie wie folgt reagiert. I'm confused. In dem Fall würde ich wahrscheinlich gar nichts sagen, wenn es bei dem einen Blick bleibt. Ich finde ihre Reaktion sehr aggressiv, sehr offensiv und das vor allem, das ist sehr unangenehm. Und ich kann jetzt, wie gesagt, nicht beurteilen, wie er sie angeschaut hat, weil ihr Kopf war dazwischen, aber Ich finde, das ist schon so ein bisschen over the top. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Ich kann es auch nicht beurteilen, wie er sie angeschaut hat. Ich muss aber auch sagen, dass ich, glaube ich, wahrscheinlich nie so reagieren würde. Warum ich lieber daheim trainiere? Ich habe kein Geld für daheim Stuff. Seht ihr das ja anders. Auch dieser Clip, der das unhöfliche Verhalten eines Mannes zeigen soll, finde ich, geht auch so gar nicht. Oh, I'm sorry, Yoru. I understand that, dass dir das Training fehlt. Training gibt mir echt total viel in letzter Zeit zurück. Ich fühle mich dann da auch echt besser. Ich mache das bei allen Menschen. Ach so. Man muss, glaube ich, auch manchmal nur noch nach unten schauen. Ich habe keine Ahnung. I'm not sure. Ich muss halt auch zugeben, dass ich in den Clips jetzt halt beispielsweise, wie das gefilmt ist, halt jetzt auf ihren Hintern gucke, weil das ist halt auch so gefilmt. I don't know. Ich weiß nicht, ob das falsch ist, aber I don't know. Vielleicht hatte sie auch nur einen schlechten Tag. Das kann halt auch sein, Dark Crab. Es kann ja auch sein, dass du einfach einen schlechten Tag hattest, Herrlichen Tempest. And then, wait for it. Hallo Froggy. 2 hours later. Ah, das sind aber krass, das sind aber große Gewichte. In front of me while holding 95 pounds DBS in each hand right before starting my set. Erst einmal steht die Dame eben vor den Hanteln. Das habe
Huh? Habe ich auch gelernt, das ist extrem nervig. Ich hatte auch irgendwie so ein Magnet, dass ich immer vor den Handeln rumgestanden bin, bis ich eine nette Dame mal drauf aufmerksam gemacht hat, nicht so hat, verstanden, dass ich da immer drum wursteln muss. Seitdem stelle ich mich einfach weiter weg und weiß das und gut ist es. Ich trainiere nicht mit Was ist das Problem gerade gewesen? Gewichte, ja. Er hat die Gewichte weggepackt, wo sie hingehören. Sie ist sauer, dass er die Gewichte zurückgelegt hat, als sie anfangen wollte. Aber er hat doch nur die Gewichte weggepackt. Zu nah an die, aber... Gute Nacht, Tiro. Schlaf gut. Bis morgen. Das Problem ist... Er ist ihr zu nahe gekommen, aber... Aber er muss doch die Gewichte wegpacken. Es tut mir total leid. Ich bin verwirrt. Ich weiß, dass viele immer darüber sprechen, dass ja Frauen irgendwie selbst schuld sind, wenn sie belästigt werden aufgrund von dessen, was sie tragen. Ich finde, das ist eine absolut dumme Aussage. Die habe ich auch gerade zum Thema Deepfakes auf Twitter. Die Argumentation, dass ja Frauen, es gibt wirklich Menschen, die hier mit mir diskutieren, dass Frauen selber schuld sind, wenn sie vergewaltigt werden. Oder dass Frauen selbst schuld sind, wenn sie im Internet sexualisiert sind, sich aber dagegen aussprechen, weil sie mal ein schöneres Bild gepostet haben. Das gleiche gilt für mich auch im Gym. Du kannst dich anziehen, wie du willst. Niemand hat das Recht, dich anzufassen. Ja, sowieso. Also Punkt aus Ende. Niemand hat das Recht, dich irgendwie anzufassen oder weird anzumachen. Auch nicht, wenn davor hatte ich nämlich Angst, deswegen wollte ich nämlich nie ins Gym gehen, weil davor hatte ich Angst. Natürlich ist es normal für Menschen kein Problem, aber es ist scheinbar schon... Ich finde das jetzt auch nicht wirklich ein Problem, aber niemand hat das Recht, dich irgendwie anzumachen oder weird anzusprechen oder anzufassen. Aber ich fand jetzt die Blicke meistens eigentlich eher jetzt nicht krass. Dich zu catcall. Also jetzt nichts Unangenehmes. Wisst ihr, was ich meine? Also es war ja jetzt nichts, was nicht draußen... außerhalb eines Gyms auch passiert, dass sich halt mal Blicke kreuzen oder so. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich selbst bin mir bewusst, dass wenn ich beispielsweise einen Leg Day habe und ich eine enge Leggings anziehe, da vielleicht mal eher kleine Blicke drauf huschen, okay, als wenn ich eine weite Jogginghose trage. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, Das ist Jenny. Mir in dem Sinn aber egal, denn ich Crazy. Trage gerne an Leg Days eine enge Leggings, da ich zum Beispiel gerade bei den Bulgarian Squats... Ich trage eigentlich nur enge Leggings, weil ich finde die normalen Jogginghosen... Ich habe das einmal mit einer normalen Jogginghose gemacht, Sport, und das war echt unangenehm einfach. Blitz, einfach einen besseren Blick auf meinen Hintern habe und mich das einfach motiviert, den zu sehen. Das gleiche gilt aber auch, wenn ich meine Schultern trainiere. Natürlich trage ich dann auch eher lieber mal so ein Shirt, damit ich einfach sehe, wie die Muskeln arbeiten. Das ist aber einfach eine Sache, die finde ich für mich angenehm. Ja, wer sich nicht unter Kontrolle hat, hat sich nicht unter Kontrolle. Da Victim-Shaming draus zu machen, ist absoluter BS. Ja, es gibt Menschen, die einfach nur disgusting sind, aber das war jetzt... Die Videos, die jetzt als Beispiel gezeigt wurden, fand ich jetzt nicht verwerflich, wie die Männer dort halt agiert haben. Es war halt jetzt Blicke. I mean, ich würde sowas halt nie wahrnehmen. Ja, ziemlich. 50% interesting. Und bye-bye, Dumme, vielleicht bis morgen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, mich stören dann Blicke überhaupt nicht. Solange es nicht wirklich ein unangenehmes Starren ist oder sonstiges. Ja, ein unangenehmes Starren ist nochmal was anderes. Komplett egal. Ich kann euch also garantieren, wenn ich als Frau im Gym sitze und Frauen beim Trainieren anschaue, wahrscheinlich nicht in so einem Clip auftauchen. Wäre ich aber ein Mann und würde vorsichtig mal... hinschauen, 2-3 Mal, dann könnte es sein, dass ich in so einem Clip auftauche und am Ende als Perversling beschimpft werde. Und das unzensiert. Ganz schön problematisch. Und jetzt kommen wir zu dem Clip, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Es wird sehr unangenehm. Der arme Dude. Er schaut kurz, meine Güte, sie ist vor ihm, sie trainiert vor ihm, er schaut sie kurz an, er denkt ja auch, dass er nicht gesehen wird. Er ist später dann sogar auch noch vorgekommen und wollte ihr quasi helfen, das Gewicht aufzuhängen, weil man hat dann später im Clip noch gesehen, dass es sehr schwer für sie war. Da hat sie direkt gesagt, nein, ich schaffe das schon allein, alles gut, also er war dann auch einfach nur höflich. Ja, ich muss sagen, dieser Clip...
okay, das habe ich jetzt auch nicht. Ja, sie trainiert. Ja, sie trainiert. Aber sie hat ihn ja auch angeschaut. Triggert mich. Und selbst wenn er am Ende auf dich zukommt und sagt, hey, wollen wir einen Kaffee trinken? Meine Güte, dann sagst du halt, nein, danke, kein Interesse. Aber ich finde, er macht hier in dem... I am confused. I am confused. Okay, einfach niemandem mehr helfen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, Mensch, du hilfst niemandem mehr und du schaust niemandem mehr in die Augen und du hilfst einfach niemandem mehr. Genau so. Cut, bye, bye. Ich finde jetzt nichts Unhöfliches. Ihr könntet da hinten auch mein Gesicht rein photoshoppen. Ich hätte das genauso gemacht. Aber ich bin nicht die Einzige, die das absolut übertrieben gefunden hat, da sie ihn ja auch richtig beschimpft und beleidigt in diesem Clip, auch schon sehr aggressiv. Ja, der Shitstorm kam natürlich dann auch direkt. Wir haben gelernt, nur noch über Social Media zu kommunizieren und uns zu daten. Und vielleicht gibt es auch mal jemanden im Gym oder auf der Arbeit oder sonst irgendwo, den du nett findest und wo du wirklich versuchst, eventuell die Person zu fragen, hey, du bist voll nett, wollen wir einen Kaffee trinken? Ich weiß, da werden einige von euch jetzt sagen, wenn ich im Gym bin, dann trainiere ich, dann habe ich keinen Bock, von ihnen angelabert zu werden. Ich weiß ja nicht. Das finde ich jetzt sehr... Also, ich fand die Blicke jetzt nicht schlimm. Hallöchen, Kaito. Das Wildeste, was ich mal gesehen habe, ist, dass eine Frau, die einen Blinden angestarrt hat, weil er sie anstarrt. Bitte, was? Also, es tut mir so leid. Ich habe darauf noch nie geachtet. Ich weiß nicht, ob ich... Also, ich habe da eigentlich noch nie drauf geachtet, ob irgendjemand mich anstarrt, außer wenn man es halt wirklich... Außer bei alten freaking Creeps, weil mich schon mal alte freaking Creeps angestarrt haben, die mich die ganze Zeit dann wirklich so echt unangenehm angestarrt haben. Ja, da habe ich dann doch schon... Das fand ich dann doch etwas sehr unangenehm. Ich möchte mittlerweile ins Fitnessstudio, aber genau wegen sowas hast du Schiss. Also wie gesagt, Dave, ich habe sowas überhaupt nicht wahrgenommen. Also, I don't know. Ich wusste nicht mal, dass das ein Problem ist. I'm really sorry. Es tut mir mega leid, dass das so irgendwie so ein krasses Problem ist. I didn't know. Sie ist aber auch am Fluchen. Ja, deswegen. Das sah eher fragwürdig aus, was sie trainiert hat. Ich weiß nicht, wie man das trainiert. Das kenne ich nicht. Knu hat ein Video gegen ihn gemacht. Oioioi. Kann das aber trotzdem aber vorkommen. Nicht und wenn die Person doch höflich ist, dann sagt man ihr einfach vielen, vielen Dank, aber kein Interesse oder ich bin vergeben. Und fertig ist das Ganze. Vor allem wollte er eventuell in dem Fall auch einfach nur höflich sein. Ich habe auch super viele Leute in meinem Fitnessstudio kennengelernt, die einfach nur cool und nett sind. Man grüßt sich, man hilft sich gegenseitig, Gewichte wegzuräumen und fertig. Nichts weiter. Wie viele Clips hätte ich da machen können? Nachdem sie auch eingesehen hat, dass der Herr ja eigentlich auch relativ höflich war, weil er gesehen hat, sie hatte Probleme mit dem schweren Gewicht und ihr dann noch helfen wollte, hat sie sich öffentlich entschuldigt. Sie meinte unter anderem in diesem Text, dass... Oh, seht ihr, sie hat es wenigstens eingesehen. Wer ist bei dir ein alter Creep? Ein alter Creep ist, Dudes wie, am Hamburger Hauptbahnhof, die mich... ansprechen, ob die mir sehr nahe kommen in mein Personal Space. Ich habe halt ein echt großes Problem damit, wenn jemand direkt in mein Personal Space kommt, den ich nicht kenne. Die mir hinterher pfeifen und Kussgeräusche in meine Richtung machen. Das sind für mich alte Creeps, die dann auch noch. Also die waren jetzt, also es waren jetzt nicht irgendwelche 20-Jährigen, das waren irgendwie 50-Jährige oder so. Dudes. Das ist für mich ein alter Creep. Hallo Drachen-Daniel. Sagen wir so. Das ist doch etwas sehr unangenehm. Sie hat sich entschuldigt. Ja, wenigstens, ich meine, immerhin hat sie es eingesehen, dass das, I don't know. Aber wenigstens hat sie es eingesehen, Rokamir. Es gibt genügend Leute, die sowas nicht machen. Das war unangenehm. Ich war auf der Suche, vor allem war ich auf der Suche nach einer Toilette und ich habe keine Ahnung, die haben mir einfach Kussgeräusche in meine Richtung gemacht. Das war nicht angenehm. I don't like that. Und allgemein, wenn Leute in mein Personal Space kommen, das ist mir unangenehm. Nein. Damit habe ich Probleme. Nein. Null Spieler, danke für den Foto. Viel Spaß mit den Follow-Emotes. Ich trinke auch gleich was.
das jetzt keine Entschuldigung sein soll. Sie hat aber auch tatsächlich früher schlechte Erfahrungen gemacht, gerade wenn es um den Bereich Belästigung gegangen ist. Ich kann das jetzt nicht nachkontrollieren, ob das wirklich so war. Ich bekomme in gewissen Situationen, die andere nicht nachvollziehen können, auch Schnappatmungen, weil ich einfach schlechte Erfahrungen in gewissen Dingen bekommen habe, beispielsweise Bus und Bahn oder dunkle Gassen. Deswegen kann es sein, dass es in ihr irgendetwas getriggert hat, aber dann nehme ich das Ganze nicht auf und lade es auch nicht auf TikTok hoch. Ich selbst finde es sowieso problematisch, dass heutzutage immer direkt alles gefilmt und geklippt wird, dass direkt alles online ist und alle Leute immer sich alles direkt reinziehen können. Gerade ich selbst hasse es, im Fitnessstudios irgendetwas aufnehmen zu müssen. Weswegen ja, ich finde, wie gesagt, auch das, wie du meintest mit dem, ich finde es so unangenehm, wenn jemand im Fitnessstudio filmt, weil für mich das Fitnessstudio so ein Raum ist, wo ich mich, also ja, ich mag es, ins Fitnessstudio zu gehen. Ich fühle mich richtig gut nach dem Fitnessstudio. Aber ich finde es sehr unangenehm, einfach den Gedanken dort zu haben, okay, es könnte jetzt auf Video aufgenommen werden, wie ich aussehe. Ich sehe so bescheuert aus beim Sportmachen. Also wirklich, ich habe nicht die richtige Haltung manchmal. Ich sehe beim Rennen total bescheuert aus. Also richtig dumm. Ich habe meine Hände ganz weird von mir gespreizt. Frag mich nicht, wann ich mir das angewohnt habe. Ist richtig dumm. Und das finde ich total unangenehm. Deswegen hoffe ich einfach, dass die Leute, die Videos machen, hauptsächlich darauf achten, nicht andere Menschen zu filmen. Bye-bye, Pink Pasi. Ja, ich sehe so bescheuert aus. Umso teurer das Gym, umso weniger passiert sowas. Ja, ich muss ins Billigste gehen. Ich gehe jetzt nicht, ich kann nicht 50 Euro fürs Gym jeden Monat ausgeben. Aber dafür filmt man es ja, um die eigene Haltung zu verbessern. Ja, aber dann sollte man darauf achten, dass da keine anderen Leute mit drauf sind, meiner Meinung nach. Naruto Run, fast. Deswegen ich auch mir überlege, ob ich mir einen eigenen Raum anmiete, um dort wirklich dann auch mal Aufnahmen machen zu können. Da viele von euch immer fragen, wie machst du dies und das? Weil ich mich einfach unwohl fühle zu filmen, wenn andere Menschen in meiner Nähe sind. Oder ich gehe zu Uhrzeiten, wo ich weiß, dass einfach keiner da ist. Es wird heute einfach viel zu leichtfertig damit umgegangen, dass man Leute ungefragt filmt und sie öffentlich bloßstellt. Ich finde auch dieses Beispiel hier absolut abartig. Was Playboy Model who secretly snapchatted naked woman in gym gets probation. Also für die, die es nicht verstehen, ein Playboy-Model, was im Gym eine nackte Frau gesnapchattet hat, also ein Foto von einer nackten Frau, scheinbar einer 70-jährigen nackten Frau, die dann auch noch gebodyshamed hat. Hat die in der Umkleide ein Foto gemacht? Von der 70-Alter, die ganzen 70-jährigen Frauen, die bei mir im Gym sind, ich bewundere die. Weil what the freaking hell, in dem Alter noch so sportlich sein, what the actual F? Dieses Playboy-Model hier gemacht hat. In der Frauenumkleide in ihrem Fitnessstudio gibt es eben zur Dusche eine Glastür und sie hat dort einfach in Form eines Selfies im Hintergrund eine ältere Dame nackt abfotografiert und online eben hochgeladen. Also wie wenig Hirn. Dementsprechend muss sie auch vor Gericht zurecht. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist einer der Gründe, warum ich niemals in einem Gym öffentlich duschen würde. Weil ich viel zu sehr... Same. Ich gehe auch nicht, also ich ziehe mich auch im Gym nicht um. Der Angst, ich ziehe mich immer zu Hause um. Hätte, dass mich irgendjemand heimlich filmt oder irgendetwas hochlädt. Ich spreche das Thema vor allem an, da ich mich ja gerade auch sehr viel mit dem Thema... Dann bleibe ich halt hier. Ja, du kommst hier nie wieder raus. ...beschäftigt habe. Das Video findet ihr unten in der Beschreibung oder hier. So sieht es aus. Und ich oftmals merke, dass Männer in die Kommentare schreiben, ich schäme mich für mein Geschlecht. Und das ist eigentlich genau die Aussage, die ich nicht möchte. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gerade zum Thema sexuelle Belästigung oder Rassismus habe ich unfassbar viel Rückhalt von Männern bekommen und erhalten. Natürlich gibt es auch wieder ein paar Idioten, also nicht die das anders sehen. Aber ich möchte eigentlich verhindern, dass wir aufgrund solcher Clips dafür sorgen, dass sich wieder zwei Lager bilden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in der heutigen Zeit Dinge einfach immer viel zu extrem sehen und keinen Mittelweg finden. Und gerade wenn ich als Frau sage... Das ist die Mesotis-Lehre, by the way, der Mittelweg, die Lehre der Mitte. Im Ernst, zu deiner Meinung... Respekt an alle älteren Menschen, die sich immer noch richtig fit halten. Wir haben einen Arbeitskollegen, der mit 60 noch 5000er bestiegen hat. Das ist so crazy, oder? Hallöchen, der Wurm, by the way. Dass es mir teilweise wirklich schwer fällt, nicht so oft eine Frau im Gym anzuschauen, die toll trainiert ist und etwas Enges, Hottes anhat, dann können wir uns ja, glaube ich, vorstellen, dass es für den Mann vielleicht doch auch nicht so einfach ist. Wie gesagt, ich spreche hier nicht von Anstarren und belästigendem Verhalten. Ja. Und vor allem zeigen die Clips auch eben Blicke, die die Frauen höchstwahrscheinlich erst gesehen haben, nachdem sie den anderen Winkel der Kamera angeschaut haben. Das heißt, die Menschen haben sich nicht mal gefilmt gefühlt. Probably. Ich glaube, ihr wisst, auf was ich hinaus möchte. Ich unterstütze natürlich keinen
Sexismus. Ich unterstütze auch kein missbräuchliches Verhalten, kein asoziales Verhalten von beiden Geschlechtern nicht. Aber ich finde, wir dürfen nicht übertreiben. Und vor allem nicht, um am Ende des Tages jemanden als Perversling abzustempeln, um damit viele Klicks und Follower zu machen. Oder vielleicht, um zu zeigen, wie heiß man ist. Ich habe keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Deswegen vielleicht das nächste Mal einfach besser drüber nachdenken, was man im Internet hochlädt. Denn auch das Video zum Thema Deepfakes zeigt, man hinterlässt immer einen Fingerabdruck im Internet. Ich bin sehr gespannt auf... Alter, ich habe Angst. Irgendwie will ich das Deepfake-Video jetzt auch noch gucken. Dankeschön für das Video. Ich bin immer noch sehr, es hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich nie wusste, dass Leute, dass Dudes überhaupt darauf achten, dass sie keine Frauen angucken im Gym. Ich wusste das nicht. Es tut mir so leid. Das ist echt crazy. I didn't, okay. Dankeschön für das Video. Lasst gerne kommenten, like und subscribe da und bye-bye. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas, sonst radioaktiv. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas. Es schmeckt nach Ananas, sonst radioaktiv.